Hallo und willkommen zum dritten Bootybase-Stammtisch. Heute mit dem Thema, wie funktioniert eigentlich eine Casual-Gilde? Wie organisieren wir unsere Raids? Wie funktioniert das mit dem Gildenbank-Char, dass jeder diesen einsehen kann? Und wie macht ihr eigentlich eure Loot-Verteilung? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir im heutigen Talk. Einen wunderschönen guten Abend oder vielleicht auch morgen oder Mittag zum nächsten Bootybase-Stammtisch. Wir sind jetzt gerade beim dritten, wenn wir zu den ersten Classic-Talk dazu zählen. Genau, haben uns wieder hier im schönen Booty Bay versammelt. Besser gesagt, der gute Ceralex ist heute wieder am Start, unser Raid-Leiter von der Gilde Monarch Crew. Und wir wollen ja heute uns einfach mal drüber unterhalten, wie eine Casual-Gilde in WoW Classic funktioniert. Da habe ich, wie gesagt, wieder den guten Ceralex am Start, der bei uns auch den Raid-Leiter und den Offiziersposten hat. Servus Flo, cool, dass du wieder am Start bist. Ja, wieder geil mit dabei zu sein, macht immer wieder Spaß und ja, klar, als Raidleiter natürlich wieder mit dabei zu sein heute. Hast du auf jeden Fall, denke ich, heute auch die einigen Sachen noch dazu zu sagen, weil wir heute Sachen wie wir Raids organisieren, wie funktioniert, wie ist so, besser gesagt, wie ist so das Leben einer Casual-Gilde und ja, da haben wir uns auch wieder mal so eine kleine Liste gemacht. Ich werde euch links im Bild ein paar Bilder und ein paar Videos einblenden, um so gewisse Aussagen zu unterstreichen. Also für die Leute, die nur zuhören, ihr verpasst jetzt nicht unbedingt was, aber wenn ihr zugucken wollt, schaut da gerne mal hin, dann seht ihr vielleicht die ein oder andere Aufnahme von unserer Gilde. Flo, ich übernehme einfach mal so nochmal das Vorwort und erzähle ein bisschen, warum Casual-Gilde. Ich bin selbst knappe 30 Jahre alt und ja, habe einen IT-Job. Und Freundin und habe selbst so gut wie keine Zeit mehr, klingt jetzt total übertrieben, aber keine Zeit mehr im Vergleich zu vor 15 Jahren, wo ich das allererste Mal Classic gespielt habe. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mit der Reichweite von dem YouTube-Kanal eine Casual-Gilde auf für alle gleichgesinnten Leute, denen es vielleicht ähnlich geht. Daraufhin habe ich ein Video gemacht, viele Leute haben sich beworben und wir sind jetzt an der Zahl so um die 210 aktive Accounts. Das könnt ihr übrigens mit dem Befehl, wenn ihr in der Gilde seid und /G-Info war das, oder? Flo, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Wenn ihr, glaube ich, G-Info eingibt, dann seht ihr, wie viel Accounts es wirklich sind. Test es gerne mal nochmal kurz, dann nee, gehe ich auch korrekt, auf... Der Befehl. Genau, also 218 bei uns aktuell. Genau, also wenn ihr in der Gilde seid, gebt mal /G-Info ein, also G-Info ein, dann seht ihr wirklich, wie viele aktive Accounts bei euch in der Gilde sind. Genau, wir haben jetzt dann 218, hast du gerade gesagt? Korrekt, ja. Genau, so 218 Accounts. Wir haben bei uns die Regelung, dass wenn man 30 Tage nicht online ist, automatisch gekickt wird. Wir haben dafür einen Discord-Server, auf den wir dann später auch nochmal genauer eingehen, mit dem wir auch ja, alles managen. Das ist bei uns die Hauptkommunikationsplattform. Wir haben kein Teamspeak mehr. Wir regeln davon Raids, wir regeln dort die Abwesenheit. Wir machen wirklich alles über den Discord. Und ja, Flo, wie kamst du eigentlich zu der Gilde? Ja, gut, da du im Vorwort ja schon genannt hast, dass du dir überlegt hast, ein Video zu machen über den YouTube-Kanal Mana im Rucksack, habe auch ich erst darüber, über das Gilden-Projekt, vieles erfahren und mir gedacht, boah, gut, du hast zwar generell Zeit genug zum Zocken, aber du willst jetzt auch nicht so wie damals total diesen Progress haben, so den Stress, du musst unbedingt so schnell wie möglich auf 60 und sonstiges haben. Und auch bei den Raids dachte ich mir, lieber entspannt und slow and steady vorankommen, als völlig zu eskalieren und dann auf Krampf zu versuchen, in einer Stunde oder drunter Molten Core zu clearen und dabei keinen Spaß zu haben. Und habe mich dann dafür entschieden, ja, einfach casual dieses Mal zu spielen, wirklich zu sagen, ich gehe nur online, wenn ich Bock habe, bin auch nur bei den Raids dabei, wenn ich Bock habe. Gut, als Raidleiter ist das jetzt nochmal eine andere Perspektive, da bin ich dann eigentlich bei jedem, so gut wie jedem Raid dabei, da wir aber auch mehrere Raidleiter haben oder mehrere Leute in der Raidleitung haben, kann man auch da mal fehlen, weil klar, das reale Leben kann immer dazwischen kommen und es geht ja auch immer vor und auch das ist ja der Sinn unserer oder deiner Casual-Gilde, sprich, wer Privates zu erledigen hat, soll das Private tun und wer gerade Lust hat zu spielen, soll halt spielen. Hier wird keiner gezwungen und für mich ist es eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Genau, und das Allerwichtigste ist, wir sind zwar eine Casual-Gilde, aber wir sind keine, ich nenne es mal reine Level-Gilde. Also es bedeutet, wir haben schon trotzdem Anspruch, auch wenn wir das Ganze Casual angehen, in Sachen Raid-Vorbereitung und, aber da kommen wir dann zu einem späteren Punkt nochmal dazu.
Wir hatten jetzt während der Levelphase auch schon das ein oder andere Event. Ich blende es euch natürlich jetzt gleich mal auf der linken Seite ein, wo wir uns getroffen haben, wo wir so ich war glaube ich Level 30, das erste Gildenfoto gemacht haben und ja auch so ein bisschen die Levelphase einfach, ich nenne es mal, genossen haben. Es war wirklich cool. Beim zweiten Event, wo ich euch links gleich mal das nächste Bild noch einblende, haben wir uns dann wieder so 3, 4, 5 Wochen nach dem ersten Event wieder vor OG getroffen, haben nochmal ein Foto gemacht, sind danach nach Stranglethorn, haben ein bisschen mit der Allianz gekämpft, gespielt, wie man es auch immer nennen will. Und ja, wir haben auf jeden Fall immer versucht, so ein paar Ingame-Events ins Leben zu rufen. Jetzt hat mit Phase 2 wollen wir dann natürlich noch ein paar mehr starten, können wir dann aber auch nochmal später noch ein oder zwei Sätze darüber verlieren. Aber wir schauen, dass wir halt auf jeden Fall Ingame auch was zusammen machen, unabhängig von den Raids. Genau, dann lass uns mal drüber sprechen, wie organisieren wir uns. Ich würde gerne mal bei dem Thema Gildenbank etc. anfangen. Wir haben relativ schnell eine Gildenbank ins Leben gerufen, da wir ja in WoW Classic es noch keine zentralisierte Gildenbank gibt. Das bedeutet, ein Spieler, am allerbesten natürlich aus der Gildenleitung, hat einen zweiten Char, der dann wirklich nach OG oder in der Hauptstadt rennt oder irgendwo, wo halt eine Bank ist. Und dort kann jeder seine Items, die er nicht braucht, hinschicken. Das Ganze ist natürlich extrem untransparent, weil woher sollen die Leute wissen, was überhaupt auf dieser Gildenbank liegt? Deswegen gibt es da ein Add-on, blende ich euch ebenfalls mal links an der Seite ein. Das heißt Classic Guild Bank, das hat eine Web-Anbindung. Das bedeutet, das Inventar des Chars wird via Web-Anbindung einfach auf einen Webserver gespiegelt und jeder, der sich dort einen Account macht und dann zu dieser Gilde mit einem Link eingeladen wurde, kann einfach die Gildenbank einsehen. Das muss dann der jeweilige, ich nenne es mal Gildenleiter, der diesen Bankchar auch führt, dann immer per Hand aktualisieren. Aber wenn er das tut, dann schreiben wir es ins Discord, da haben wir einen eigenen Channel und hey Leute, die Gildenbank ist wieder aktuell und jeder kann wirklich einsehen, was auf der Gildenbank ist. Und wir haben da so ein Geben und Nehmen. Wenn jemand zum Beispiel irgendwelche Ressourcen benötigt, dann schreibt er da einen Brief hin, sagt, ich brauche die und die Ressource und schickt dafür halt vielleicht irgendwas anderes, was er nicht mehr braucht. Wir nehmen halt keinen Schmarrn mehr oder keinen, ich nenne es mal Itemmüll mehr, sondern halt wirklich nur noch Sachen, die wir auch wirklich gebrauchen, sei es Runenstoff oder, ja, ihr kennt ja alle die gängigen Items, so dass man die Bank wirklich zentralisieren kann. Das war ja uns immer relativ wichtig, Flo. Oder was ist so deine Meinung? Gildenbank, fällt dir da noch dazu irgendwas ein? Sonst können wir natürlich auch gleich zum nächsten Punkt springen. Nee, so wie du es jetzt gesagt hast, ist eigentlich auch fast alles dazu gesagt worden, was geht. Klar, zum Beispiel jetzt auch mittlerweile für die ganzen Materialien aus MC, die man später braucht, die Leute, soll einfach so sein, dass die Leute wissen, was ist überhaupt da, was kann ich machen, so dass jeder weiß. Einfach, dass man eine völlige Transparenz hat und nicht und keiner damit irgendeine Scheiße anfängt, sprich, ich nehme mir mal das runter oder ich habe das jetzt auf der Gildenbank, ich verkaufe mal zu meinem eigenen Profit quasi Sachen davon. Sowas wird das Ganze einfach nicht. Und einfach um solchen Dingen vorzubeugen, wollen wir das halt. So wie alles eigentlich, was die Gilde angeht und Informationen angeht, so transparent wie möglich halten. Genau, also ich blende euch da natürlich auch, wie gesagt, nochmal einen Screenshot ein. Dann seht ihr, wie das Interface von der Web-Anbindung so ungefähr aussieht. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr selbst eine Casual-Gilde habt, euch das auch überlegen, ob ihr das macht. Ich würde auf jeden Fall jetzt direkt zum nächsten Punkt kommen. Das wären das Thema Raid. Also wir raiden auch. Wir haben zwei verschiedene Raid-Tage oder zwei variable Raid-Tage. Wir machen es momentan so, dass wir eigentlich am Mittwoch und am Samstag raiden. Das sind so die Haupttage und wir wechseln immer ab. Einmal am Mittwoch machen wir Molten Core und dann am Samstag machen wir Oni. Am nächsten Mittwoch machen wir dann Onyxia und an dem Samstag machen wir dann Molten Core. Geht sich natürlich mit dem ID-Reset von Onyxia nicht immer auf, aber wir versuchen halt, dass wir das so ungefähr reinbekommen. Hast du, Flo, da echt ein super Discord-Bot gefunden, wo ich euch natürlich jetzt wieder ein Bild einblende, wie man sich am allerbesten dafür anmeldet. Stellt euch vor, wir sind eine Casual-Gilde und wir sind ein Haufen von 60, 70 Leuten, die wirklich aktiv spielen, Level 60 sind und wir haben nur einen Raid und jeder muss sich dafür anmelden können. Flo, wie managen wir das am besten? Ich habe es ja gerade schon erwähnt mit dem Bot im Discord, aber wie geht das vonstatten? Ja gut, noch kurz, um vorwegzugreifen, der Bot,
war es eine echte Erleichterung. Bevor ich aber auf den zu sprechen komme, kurz einfach mal gesagt, wie ich es vorher gehandhabt habe. Ich habe im Discord, wie auch sonst, wo auch sonst, in dem Fall einen Channel aufgemacht, wo ich die jeweiligen Raid-Tage immer reingeschrieben habe. Und dann konnten sich die Leute quasi in mehreren Zeilen anmelden, sprich ich habe 3 Daten ausgegeben und dann hat jeder 3 Zeilen Text geschrieben mit der Anmeldung, sprich welches Datum das ist, welche Klasse und welchen Spec, sprich ob er Heiler ist, ob er DD ist oder ob er Tank ist und habe das alles in Excel-Listen vereint für die jeweiligen Tage, was halt schon in einer Heidenarbeit ausgeartet ist, da es ja jede Woche 2 Raids sind zu organisieren, dann immer noch darauf zu achten, passen die Termine mit den Reset-Zeiten, vor allem bei Onyxia. Und allgemein war es da sehr übersichtlich und es sind auch da Fehler passiert, sprich, dass man Leute übersehen hat, die ihre Anmeldung nicht ganz so einheitlich geschrieben haben. Und mit diesem Discord-Bot oder auch Raid-Bot einfach von mir genannt, ist es halt sehr, sehr übersichtlich, weil jeder, also ich erstelle quasi über einen Befehl in dem Channel, quasi dieses Event und jeder hat dann die Möglichkeit, über ein kleines Icon unter diesem Event seinen jeweiligen Spec bzw. seine jeweilige Klasse auszuwählen. Genau, so also seht ihr auch gerade links, seht ihr auch gerade eben links im Video. Aber klär gern weiter. Das, was man dann sieht, ist halt quasi die Überschrift, für um welchen Raid es sich handelt. Dann eine kurze Info, das ist bei uns immer recht simpel, mit Molten Core Raid Mana Crew und man hat dann ganz oben links in der ersten Reihe eine Anzahl oder eine Zahl, die die Gesamtzahl aller angemeldeten Spieler ausgibt. Rechts daneben ist dann das Datum, dass jeder sieht, um welchen Tag handelt es sich und um wie viel Uhr beginnen wir diesen Raid. Und es ist halt sehr, sehr schön, weil es wird nach Klassen aufgegliedert. Das heißt, man sieht, wie viele Tanks haben wir, wie viele Healer, wie viele Range-DDs und dann halt nochmal unterteilt, wie viele Mages sind es, wie viele Rogues, wie viele Warlocks und so weiter. Und da auch zum Beispiel bei den Klassen Krieger, Druide und Schamane mehrere Specs natürlich angemeldet werden können, sei es beim Schamane der Heal oder der Verstärker, gibt es auch dementsprechend die Unterteilung in die einzelnen Spec-Symbole, was es natürlich sehr, sehr einfach macht zu sehen, oh, sind das jetzt alles Heiler, sind es alles Verstärker oder bei den Dudus sind es Ferals, sind es Restro und es ist halt sehr, sehr angenehm für die Übersicht, vor allen Dingen vor jedem Namen des Spielers steht eine kleine Zahl und diese Zahl bedeutet einfach nur, an wie vielter Stelle sich diese Person angemeldet hat, sprich alles, was nach der 40. Anmeldung quasi da ist, wird so gesehen erstmal von uns dann nicht in dem Raid eingeplant, weil wir das aktuell nach dem Motto First Come, First Serve halten. Ist aber immer noch wichtig, dass sich die Leute quasi weiterhin anmelden, weil sobald jemand aus dem Raid geht, weil er den Termin nicht einhalten oder nicht wahrnehmen kann, kann er auf ein rotes X klicken, sein Name wird rausgenommen und automatisch rücken alle anderen Spieler eine Position auf. Das heißt, so kann immer direkt gesehen werden, haben wir denn genug Leute da? Und vor allem haben wir auch genügend Heiler, haben wir genügend Tanks. Also klar, wir haben First Come, First Serve. Allerdings, wenn wir nicht genügend Tanks oder Heiler haben, müssen wir schon natürlich ein bisschen differenzieren. Wobei der momentane Content natürlich auch zulässt, dass man mit 1 oder 2 Heilern, also selbst für uns als Casual-Gilde, mit 1, 2 Heilern mehr oder weniger geht, was einfach keinen wirklichen oder mit 4 Tanks zu Onyxia oder mit 5. Es ist einfach egal, weil man kriegt die zu 100% down. Auf jeden Fall. Also es ist mit diesem Bot übersichtlicher. Auch der hat natürlich so ein paar Schattenseiten, weil manche Leute setzen sich dann auf die Bank, sprich, dass sie als Ersatzbank eingeplant werden. Da ist dann wiederum der Nachteil, die Leute kriegen dann teilweise keine wirkliche Nummer zugewiesen. Das heißt, die rücken dann zwar mehr oder weniger nach, das kommt immer ganz drauf an. Also es ist halt nicht komplett perfekt, das System, aber es ist aber halt, das ist für einen guten Überblick einfach. Ich wollte sagen, es sorgt für einen sehr, sehr guten Überblick für uns Raid-Leiter. Einfach, wie viele Leute haben wir, was haben wir, womit können wir arbeiten? Und natürlich auch unser langfristiges Ziel ist, da der Manu ja auch schon gesagt hat, dass wir immer abwechselnd Mittwoch und Samstags raiden und dann halt die Raids abwechseln. Sprich mit MC und mit Onyxia und langsam natürlich darauf gehen wollen, 2 vollständige Raid-Gruppen zu haben, weil klar, man kann mit 5 Tanks in Molten Core gehen, was
mehr oder weniger den meisten jetzt sehr schwachsinnig vorkommt, was es theoretisch eigentlich auch ist, da keine Notwendigkeit für 5 Tanks besteht in Molten Core. Aber es geht sich so aus. Sinnvoll wäre es natürlich halt, die Tanks zu splitten, bei 6 Tanks jeweils 3 in einen Raid zu packen. Aber da ist dann halt auch wieder dieser Casual-Aspekt, wer hat wann Zeit, wie können die Leute. Und es ist halt nicht immer ganz so einfach, das als Raid-Leiter, aber man muss Kompromisse einfach finden. Genau. Wo wir dann auch gleich mal von dem Raid-Anmeldungsthema mal vielleicht irgendwie, verteilen wir eigentlich den Loot als Casual-Gilde bei vielen Progress-Gilden. Ich habe mich auch schon mit dem Kollegen Mosen unterhalten, auch ein ziemlich guter YouTuber, wo auf jeden Fall Ahnung ohne Ende hat. Schaut bei dem auf jeden Fall mal vorbei. Die haben wirklich einen Loot-Council, wenn ich mich gerade richtig erinnere, aber die sind halt auch wirklich eine Hardcore-Gilde. Und die haben einen festen Stamm aus 40 Leuten oder vielleicht aus 45 Leuten. Bei uns ist es ja super durchgemixt. Also wir brauchen ein Loot-System, das auf jeden Fall die Leute belohnt, die öfter dabei sind und die halt einfach einen Loot gewährt, wobei es natürlich nicht immer funktioniert. Wir haben in dem Fall jetzt DKP verwendet oder wir verwenden in dem Fall DKP, machen das Ganze auch mit dem Add-on namens Monolite DKP. Das muss sich jeder Spieler runterladen. Und dadurch ist es super transparent, weil jeder kann mit /DKP, ich blende es euch links auch gerade mal ein, mit /DKP einfach einsehen, wie viel DKP habe ich, wie viel haben die anderen. Und ja, es ist einfach fair, anstatt mit einem Loot Council, boah, ist in einer Casual-Gilde mit so einem variablen Stamm an Spielern immer zu switchen. Flo, was ist so deine Meinung, vor allem so als Raid-Lead, Vorteile, Nachteile, so deine Gedanken über DKP allgemein? Ja, also für unsere Art von Gilde ist DKP einfach das sinnvollste System, weil wir können keinen Loot Council machen, weil wir keinen Stamm, festen 40er Raid-Stamm haben, können wir auch so überhaupt gar nicht festsetzen, weil jeder, der 60 ist und dazu Bock hat, will raiden, und es sind einfach mehr als 40 Leute, auch bei uns und eigentlich so bei ziemlich jeder Gilde, außer die Gilden sagen, wir wollen nur 40 Mann, die halt einen festen Stamm ergeben. Es ist halt schwierig, aber es ist am fairsten, weil klar, die Leute, die am ehesten oder am meisten mit dabei sind, werden am ehesten belohnt. Klar, dass sich dann auch Leute ein wenig benachteiligt fühlen in manchen Situationen, aber das lässt sich nie ganz vermeiden, egal welches System man nimmt. Würden wir jetzt ein Loot Council nehmen, dann spielt je nachdem sogar eine persönliche Note da noch eine Rolle, wen kann ich mehr leiden als andere, und dazu darf es halt überhaupt nicht kommen. Und ja, in dem Fall gutes Beispiel ist, klar, wir haben viele Klassen, vor allem Krieger und Schurken, warten natürlich sehr, sehr gerne auf ihre Waffen, weil es für sie am meisten Sinn macht, weil es auch die beste Verbesserung in dem Fall ist. Klar, dass dann da Leute ihr DKP ansparen, um zum Beispiel auf das Schwert, also das Zweihandschwert oder auch den Dolch von Ragnaros zu warten, das kann ja, je nachdem nach Lootglück, lange dauern. Das kann recht schnell gehen. Und so, es ist halt abhängig von vielen Faktoren, aber es ist halt für unsere Sache sehr, sehr dienlich. Jeder, der dabei ist, kriegt halt sein DKP und kann sich sein DKP selber einteilen. Der eine sagt, oh, ich mache lieber mein Set voll und hole mir lieber meine Ausrüstung statt eine Waffe. Der andere sagt, ich will erstmal nur meine Waffe haben, aber man muss mit verschiedenen Sichtweisen rangehen. Umso länger man wartet, umso teurer kostet einen dieses Item, weil die anderen natürlich auch einerseits mitziehen und man selber natürlich so möglichst hohe Zahl raushaut an DKP, damit man das Item eben ganz sicher bekommt und muss dann lange warten. Oder man lässt erst anderen den Vortritt und sagt, jo, kloppt ihr euch erstmal um das Item, gebt euer DKP für sonst was aus, ich hole mir den Rest und kümmere mich dann erst um die Waffe, weil man hat seinen ganzen Item-Pool dann schon fertig für die nächste Phase, je nachdem, und kann sich dann ganz gemütlich zurücklehnen und sagen, jo, ich genieße jetzt den Raid, ich brauche mir um Items eigentlich erstmal keine Sorgen zu machen und fange dann erst an zu sammeln. Weil, klar, auch wenn Blackwing leer raus ist, wird auch danach noch für unserer Seite aus Molten Core geradet. Natürlich einerseits auch wegen der Chance auf die legendären Items, für die Waffen und sowas ist keine Frage. T2-Hose, ich wollte gerade sagen, wir haben so viele Leute, die T2-Hosen so oft droppen, werden die jetzt auch nicht droppen, dass wir wirklich alle
60 Leute, die dann raiden wollen, bis Blackwing leer rauskommt, eine T2-Hose geben können. Und das ist das, was halt so ein Streitpunkt ist, was viele einfach dann nicht verstehen, dass egal, wie lange es dauert, irgendwann hat man seine Items und man muss ja auch nicht immer der Erste sein, der das Item hat, weil aktuell die T2-Sachen bringen einem noch nicht wirklich so viel, weil du einfach keinen Bonus rausholen kannst, weil eben nur zwei T2-Sachen da sind. Und ja, also wenn ich kurz reingrätschen darf, es hat, DKP hat riesige Vorteile, DKP hat aber auch riesige Nachteile. Du bekommst der eine Schurke, der halt, oder ich nehme jetzt nur einen Schurken als Beispiel, der spart auf seine Ragnaros-Waffe, also auf seinen Ragnaros-Dolch, der wird, denke ich, seine DKP nicht ausgeben, weil er unbedingt diesen Ragnaros-Dolch haben will oder wie auch immer. Und, oder beziehungsweise, ich bringe ein komplett anderes Beispiel. Es kommt ein neuer Schurke mit, der wo nur zwei grüne Gammeldolche hat. Und dann kommt, dann ist aber der Schurke dabei, der wo schon seinen 20. Raid hat und der wo einfach genügend DKP hat und der gibt dann halt natürlich, obwohl er schon zwei epische Dolche hat, seine DKP für diesen Dolch aus und dann können sich dann aber natürlich Leute beschweren, jetzt bekommt der Schurke, der wo schon zwei epische Dolche hat, seinen dritten epischen Dolch und da sage ich, ja, ist total fair, weil der war auch schon 25 Mal dabei, so ungefähr. Der wartet ja auf seinen Loot. Ja, genau, und das ist, aber du hast trotzdem natürlich den Aspekt, dass du in dem Schritt, in diesem einen Punkt, wenn du ihm dann natürlich den Dolch gibst für seine DKP, den Raid nicht weiterbringst. Aber das ist fair. Es ist in der Casual-Gilde nicht anders lösbar. Wer ist oft dabei, bekommt mehr Items. Ist ganz einfach so. Oder bekommt nicht mehr, hat die größere Chance einfach darauf. Fertig. Es hat aber alles natürlich Pro und Kontras, vor allem mit DKP. Natürlich. Aber ja, es hat einfach jedes Loot-System. Wie gesagt, kurz abschließend zur Loot-Verteilung. Es sind einfach nur Pixel. Es wird noch so lange dauern, bis BWL kommt. Bitte streitet euch da nicht drum. Und der Content ist mittlerweile sowieso so einfach, dass jeder definitiv bis BWL alles bekommt, was er möchte, wenn er in einer festen Raid-Gilde spielt. Flo, lass uns mal noch kurz, also jetzt haben wir die Punkte mit, was ist unsere Hauptkommunikationsplattform? Das ist der Discord. Wir haben das Bank-Addon namens Classic Guild Bank. Wir haben erklärt oder kurz drüber gesprochen, wie wir die Raid-Anmeldung mit diesem Raid-Bot im Discord machen. Wir haben kurz erklärt, dass wir mit dem Monolight-DKP-Addon dann die komplette Loot-Verteilung machen. Wie schaut es bei uns eigentlich aus? Wie geht der Content? Ich meine, wir sind eine Casual-Gilde, wir raiden zweimal in der Woche. Wie ist so denn der Stand? Wir haben im letzten Talk schon gerade erwähnt, wir haben jetzt endlich Ragnaros down. Wenn vielleicht auch nicht so schön, aber er ist down. In der letzten ID ging es schon besser. Wie sind so deine Gedanken zu uns als Casual-Gilde und dem aktuellen Raid-Content? Ja klar, also wie gesagt, wir haben eine sehr hohe Personalrotation, nenne ich es mal, drin. So langsam kristallisiert sich natürlich raus, wer halt sehr aktiv mitraidet. Grundlegend hatten wir unsere Startschwierigkeiten natürlich, was den Content angeht, sprich die Absprachen sowohl im MC als auch bei Onyxis Lair. Es ist einfach Übungssache und klar, eine 40er-Truppe, die dann die sich kennt, die weiß, was sie zu tun haben, die wirklich Progress machen will, die brauchen keine Ansagen, gar nichts. Die kriegen das hin, weil die wissen das. Aber in einer Casual-Gilde mit Leuten, die vielleicht nie Classic gespielt haben, die den Raid-Content nie wirklich so verfolgt haben, was auch immer, die brauchen einfach diese Eingewöhnphase, diese Hilfe. Und wie du sagtest, wir haben jetzt zum zweiten Mal Ragnaros down gehabt, nacheinander. Das heißt, man sieht quasi, dass es funktioniert. Wir haben jetzt insgesamt 6 Molten Core IDs gemacht. Davon 2 oder 3 am Anfang mit Randoms, wo wir nicht mal ansatzweise, auch aufgrund von der fehlenden Quintessenz, nicht mal in die Nähe von Ragnaros quasi gekommen sind. Ja, in die Nähe schon. Wir kamen halt bis zu Majodomus. Bis Majodomus halt. Ja, aber auch da, wir haben halt echt einige Zeit gebraucht, um mit Ragnaros klarzukommen, mit dem System, auch wenn es kein schwerer Boss ist. Aber wie gesagt, da spielen viele Faktoren mit da rein. Es muss auf die Ansagen gehört werden, auch wenn sie nicht unbedingt notwendig wären. Es muss die Taktik stimmen. Jeder muss wirklich sich konzentrieren und wissen, was er macht. Weil ein Fehler kann einfach alles bestrafen. Und also aktuell der Content mittlerweile, ich würde noch nicht so, sag ich mal, arrogant sein und sagen, boah, wir haben jetzt alles auf Farm-Status, wir sind
die Hypergilde quasi. Wir finden unsere, haben unsere Mittel und Wege, wie wir mit dem Content klarkommen, und der ist auch clear und es läuft soweit, was mich sehr, sehr freut, weil man halt eben diese, ja, diesen Fortschritt einfach deutlich sieht. Die Phasen bei Ragnaros werden besser, es wird sich mehr an Absprachen gehalten und so weiter. Also es ist schön zu beobachten, dass es eigentlich funktioniert, auch wenn es immer mal wieder so ein paar Quälereien gibt, was bestimmte Dinge betrifft, die hier in dem Video aber auch so nichts zu suchen haben, also nicht angesprochen werden müssen in dem Fall. Genau, sehe ich genauso. Flo, lass uns als letzten Punkt dann mal noch so auf bezüglich PvP und als Casual-Gilde kommen. Ich selbst habe noch gar nicht so viel gemacht. Ich war mal mit euch eine Nacht unterwegs oder so einen späten Abend und habe so insgesamt 200, 300 Kills. Ich glaube, ich werde in dieser Woche in der Rangliste, also beziehungsweise nicht so viele Ranglistenpunkte abstauben wie Leute, die wo jetzt jeden Abend 2-3 Stunden irgendwie eher gefarmt haben. Kurz noch so oberflächlich oder besser gesagt so allgemein betrachtet, ich gebe jedem den Tipp, geht jetzt vor allem ab Woche 2 in keine Raid-Gruppe. Erstens wegen den Zivilisten, wenn ihr ruchlose Morde bekommt, bekommt ihr jedes Mal, und korrigier mich bitte, 2% von allen Ranglistenpunkten abgezogen, oder? War richtig, das 2%? Ja, es sind 2% pro Mord. Also es ist, genau, es pro ist Mord das, sogar. Was ich gelesen habe, es ist pro Mord 2%. Ich weiß nicht, ob ich mich da auch vertue. Es ist jetzt irgendwie aktuell noch nicht so sicher, glaube ich. Zum Beispiel bei mir war der Fall, ich habe ein paar Stunden mal halt die Hillsbrand-Kämpfe mitgemacht. Und auch da ist halt passiert, dass Zivilisten, also Questgeber-NPCs, gestorben sind. In meinem Fall sogar. Wie viele ruchlose Morde hast du? Ja, sehr, sehr bitter, wollte ich gerade sagen, weil es bei mir mittlerweile hoch auf 19 ruchlose Morde gegangen ist. Und genau das darfst du dann halt ab Woche 2 nicht mehr erlauben, weil sonst könnt ihr euch das komplette PvP machen, gefühlt sparen. Da wird euch die Hälfte sofort abgezogen. Und da ihr ja wisst, schaut euch, wenn ihr das PvP-System nochmal erklärt haben wollt, vielleicht mein PvP-Video an. Verlinke ich euch oben rechts jetzt. Da erkläre ich euch eigentlich in so einem mit sehr vielen Beispielen, wie das PvP-System funktioniert. Schaut auf jeden Fall, dass ihr nicht so viele bis keine ruchlosen Morde macht. Zieht am besten lieber keine. Genau. Am besten keine. Genau. Zieht lieber mit einer kleinen Gruppe 3 bis 5 Leute, vielleicht 10 Leute höchstens irgendwie rum. Und dann ist es vor allem auch fairer. Jeder deutscher Server. Jeder deutsche PvP-Server ist einfach hordendominiert. Also es ist mindestens überall 60-40. Und ja, die Allianz, also so ungefähr, also es gibt auf jeden Fall auf jedem deutschen PvP-Server etwas mehr Horde. Und ja, die Allianz dankt es euch auch nicht, weil Spaß machen tut es auch nicht. Und ja, ich würde sagen, holt euch 3, 4, 5, 6 Leute, zieht so los. Es gibt auf jeden Fall auch deutlich mehr Ehre. Ihr bekommt halt einfach pro Kill teilweise, wie viele Ehre sind es denn, Flo? 70, 80, 90 Ehre. Um den Dreh. Also ich kann ein aktuelles Beispiel nennen. Ich war heute, waren wir in einer Fünfergruppe unterwegs und haben gegen eine weitere Fünfergruppe gekämpft. Das heißt, nur wir haben auch, also meine Gruppe hat dann auch die Ehre gekriegt. Es waren so bei 5 Leuten 65 Ehrenpunkte circa pro Kill. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, kam immer ganz drauf an. Wo wir dann vorher zu dritt unterwegs waren, waren es dann, beziehungsweise zu dritt, zu viert unterwegs waren es dann 70, 80. Das ist unterschiedlich. Also es lohnt sich, also immer noch mit einer Fünfergruppe umzugehen. Natürlich sollte man da gucken, was man so in der Konstellation so dabei hat an Klassen. Wobei, es funktioniert eigentlich alles. Man braucht da nicht wirklich drauf achten. Wir brauchen 2 Heiler und der Rest und nur 3 DDs und dann gucken nur Frostmages oder sonstiges. Sucht euch einfach ein paar Leute, die gerade Bock haben und sagt von wegen, hier komm, wir ziehen ein bisschen rum, sei es jetzt die Pestländer, sei es Winterspring, oder ähnliches, es ist völlig egal, habt Spaß dabei und ja, es ist einfach, es wird sich vor allem jetzt auch dieser PvP-Hype in den nächsten Wochen auch was legen, weil jetzt gerade, klar, es ist frisch draußen, jeder will so schnell wie möglich, so viel wie möglich Ehre kriegen und am Ende wird auch dann sich das wieder abflachen quasi. Also, ich glaube auch. Definitiv. Flo, dass das Ganze hier nicht zu lang wird, noch abschließende Frage an dich. Glaubst du, dass Blizzard vorzeitig die Warsong-Schlucht oder die Kriegshymnenschlucht, wie sie ja in Deutsch heißt, dass sie das BG unabhängig von Phase 3 rausbringen, so wie sie es ja jetzt auch mit Düsterbruch gemacht haben? Ich würde es mir wünschen, weil
auch wenn es nur jetzt Kriegshymnenschlucht wäre, ist es ja völlig egal. Selbst wenn es nur ein BG wäre, es würde vieles wieder in ein gewisses Gleichgewicht rücken. Nicht nur, dass die Allianz sagt, oh, wir haben jetzt wir können endlich wieder ruhiger irgendwo rumlaufen, ohne alle 2 Minuten von 8 verschiedenen Gruppen abgefarmt zu werden. Vor allem auch das Leveln. Das Leveln zwischen 50 und 60. Ich wollte gerade sagen, die Leute könnten wieder ruhiger leveln. Das wird auch immer so sein, dass man immer mal wieder ein Death kriegt, wenn Leute gerade vorbeireiten. Das lässt sich einfach nicht vermeiden mit einem PvP-System oder auf einem PvP-Server. Das ist halt einfach so. Aber es würde halt vieles in ein gewisses Gleichgewicht halt wieder rücken, meiner Meinung nach. Deswegen, also ich würde es mir wünschen, selbst wenn es nur ein BG ist, weil auch die BGs sind immer unheimlich geil. Vor allen Dingen für manche Klassen gibt es auch noch einen besseren Aspekt, quasi wieder PvP zu machen. Sei es ein Feral-Druide, der sagt, in der Open World kann ich gar nicht so helfen. Mhm. Jetzt, das macht mir gar nicht so viel Spaß, weil ich nur auf die Schnauze kriege. Und wird dann in der Kriegshymnenschlucht zu einem der wichtigsten Personen als Flaggenträger beispielsweise. Ja. Oder auch dann. Da haben einige Specs bei gewissen Klassen auch wieder mehr Spaß am PvP, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Oder auch der Gelegenheitstank, der PvE-Tank, der aber auch gern mal eine Runde PvP spielt, aber dann vielleicht halt nicht unbedingt umskillen will, wenn dann vor allem das Alterac-Tal kommt, wo du ja auch diese PvE-Elemente drin hast, man im Boss tanken musst oder in der Warsong-Schlucht vielleicht die Flagge trägst oder im Arati-Becken dann nur die Gegner abhältst, die Flagge zu, also für sich zu übernehmen. Also, ihr wisst, was ich meine. Genau solche Aspekte kommen dann halt irgendwie auch wieder und dann muss nicht jeder Worry jede Woche 50 Gold zum Umspecken ausgeben und so weiter. Aber Flo, ich würde sagen, wenn du auch nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, wir schließen das Thema, sonst wird es zu lang. Und ja, also nur zum Abschluss zu sagen, genießt das Spiel, egal in welcher Form natürlich. Ja. Und wie gesagt, es ist einfach, habt Spaß. Das ist eigentlich alles, was ich zu Classic eigentlich sagen kann, wirklich. Habt Spaß. Genau, das sind super abschließende Worte, dem kann ich mich nur anschließen. Streitet euch nicht über blöde Items, wo ihr vielleicht jetzt noch nicht bekommt, sondern erst in 3 Wochen. Es sind nur Pixel. Habt Spaß, genießt die Welt. Wir haben eine super geile, offene Welt. Für mich fühlt sich das Spiel endlich mal wieder so nach einem richtigen MMORPG an. Ja, habt einfach Spaß. Ich würde sagen, Flo, in diesem Sinne, wir sind raus. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder zum nächsten Booty Bay Stammtisch. Und ja, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns. Macht's es gut. Ciao, ciao.